Servus, grüß Gott, halli, hallo, moin in die Campingwelt hinaus. Der Camper Tobi ist endlich wieder mal in Wolframs-Eschenbach im schönen Frankenland. Und während hier noch das Heu eingebracht wird, das ist aber schon das Einzige, was hier besonders laut ist. Klar hat man mal irgendeinen Rowdy, der auf der Umgehungsstraße vorbeidüst, aber dieser Stellplatz hat es mir angetan. Ich hatte ein Video gemacht und zwar 2019 im Winter mal, in der Früh noch bevor ich abgefahren bin, rausgehüpft, weil mich das selbst im Winter so abgeholt hat. Mittlerweile ist der Baumbestand gewachsen. Hier hat man auch noch mal Platz für zwei weitere Camper da unten. Eigentlich sind es 24 Plätze und die sehen so aus. Die sind wunderbar befestigt. Man muss auch nicht groß keilen oder so. Also für die, die jetzt keine Hubstützenanlage haben, die können hier ganz bequem stehen. Ein ganz, ganz lieber Platzwart, mit dem ich jetzt gerade noch einen kurzen Smalltalk gemacht habe. Hier vorne rechts ist das Sanitärhäuschen. Ich bewege mich jetzt mal wieder dezent. Ich habe zwar allen Bescheid gesagt, auch wegen den Drohnenaufnahmen. Da sagt man natürlich Bescheid, bevor man hier fliegt. Was mich damals sehr gefreut hat, dass sich aufgrund der, ja, auf nach kurzer Zeit über 20.000 Klicks hier sogar der Bürgermeister gemeldet hat und die Tourist-Info und sich bedankt hat, was ich nie vorher hatte und auch seitdem nicht mehr hatte. Da habe ich gesagt, Mensch, da lege ich nochmal nach. Ich hätte es auch ohne das nochmal gemacht. Also hier hat man eine E-Bike-Ladestation. Ihr könnt euch auch das Video von damals in Anführungszeichen angucken. Wolframs Eschenbach ist sowieso ein super schöner Ort. Also da gibt es jede Menge Sehenswürdigkeiten, die alle fußläufig zu erreichen sind. Und ein ganz gutes Wirtshaus, für das wir auch gern Werbung machen. Da hängt es 150 Meter von hier. Und da setze ich mich heute noch in den Biergarten, nachdem ich das Video gemacht habe. Das Video ist zeitnah veröffentlicht. Das heißt also, wenn ihr es seht, war es gestern. Das ist der Stadtplan. Klein, aber fein, mit ganz viel Substanz. Da kann man wirklich Lust machen. Das Einzige ist natürlich, ihr müsst hier, es sind keine Reservierungen möglich, euch natürlich um einen Platz bemühen. Das heißt, einfach versuchen, klar, diese Zeit so zwischen 11 Uhr, wenn viele abreisen, und nachmittags um 14 Uhr, 15 Uhr, ab 16 Uhr dürfte es dann schon eng werden, wenn das Wetter auch noch passt, dann ist natürlich einiges geboten. Hier auch Fußball-WM, es wird auch groß aufgegrillt, viele kennen sich, viele treffen sich hier, ist wunderbar. Hier haben wir den Sanitärbereich, Dusche, 1 Euro für Minuten, Waschmaschine, gerade meine Wäsche gewaschen, für mich immer wichtig, für 2 Euro. Allerdings braucht man natürlich 50 Cent, um reinzukommen, das heißt zweimal raus und rein, dann sind wir auf 3 Euro pro Waschmaschine, aber das ist alles super. Oh Mann, das erste Mal mein rotes Polo an heute, ja, ich laufe immer mit meinem Schwarz-Grau rum und ich konnte es selber schon immer sehen. Deswegen haben wir heute, das wollen wir noch zeigen, hier jetzt mal die Farbe getauscht. Hier auch die Entsorgung, das ist sauber abgeschlossen in dem Bereich, wo dann auch nichts stinkt, wo das nicht der Sonne ausgesetzt ist. Das ist schon sehr, sehr wohl überlegt. Also das ist einfach ein Musterstellplatz, der auch sehr, sehr viele Preise abgeräumt hat und nahezu auf jedem Portal schon mal in den Top 10 war. Und auch in den Top 10 bleiben sollte. Kleiner Garten, da filme ich die ganze Runde jetzt nicht beim Filmen. Ja, beim Essen, ich bin schon ganz durcheinander mit diesem leckeren Geruch, der mich hier erfüllt. Und da werde ich mir noch eine Bratwurst noch reinpfeifen, bevor ich ins Wirtshaus gehe. So sehe ich, das haben auch alle wunderbar mitgemacht. Entsorgung, hier alles an einem Fleck. Entsorgung, Versorgung, man fährt hier einfach drüber, so kann man es auch schön machen. Es passen auch alle Fahrzeuge hier drauf, außer diese riesen Megaliner. Also die könnten hier gerade vom Reinfahren in die Boxen ein bisschen Problem haben. Parkscheinautomat, ich finde es wirklich für die Lage, für die Möglichkeiten, die ich auch in der Umgebung habe, äußerst günstig. Ja, da werden sich jetzt wieder einige beschweren. Tobi, wie kannst du denn sowas sagen? Günstig ist nur geschenkt. Nein, ein Tag 6 Euro, 3 Tage 16 Euro, 7 Tage 37 Euro. Und dann natürlich den Strom noch, 1 kW 1 Euro. Aber von dem her ist man gut aufgestellt. Mahlzeit, die Herrschaften. Und ihr seht, überall wird gegessen. Nein, ihr seht es nicht, ich sehe es. Und das ist die Stadt des Parzival-Dichters Wolfram von Eschenbach und des Deutschordens. Ein staatlich anerkannter Erholungsort.
im fränkischen Seenland. Das ist der Spicker. Ist immer gut, wenn hier was hängt. Kann ich mich ein bisschen fortbilden. Ich konnte jetzt selber mit Wolfram Eschenbach Mix anfangen. Wolfram von Eschenbach. Aber das ist halt so. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Man kann ja auch nicht jeden kennen. Ja? Das ist ja so. Aber wenn ihr seht, wie fein das alles angelegt ist hier. Ach, der Baumbestand wirklich gepflegt. Und so bildet sich und stellt sich der Stellplatz da. Aber da bleiben wir jetzt stehen. Vom Auto weg habt ihr es eh gesehen. Ich gehe jetzt ins Wirtshaus, grill nochmal auf die Grillwurst. Gehe natürlich mit der Kamera runter, wenn hier jemand ins Bild läuft. Und mit diesem kleinen Ensemble beende ich auch meinen Kurzausflug hier. Also immer ein Stellplatztipp, Wolframs Eschenbach. Wer hier keinen Platz kriegt, es gibt noch das Naturbad, habe ich das richtig gesagt, Naturfreibad in Merkendorf. Das sind, glaube ich, 3 Kilometer. Auch wunderbar. Für die, die Streaming machen, arbeiten wollen, LTE brauchen, Netz ist hier spitzenmäßig. Das sollte auch immer für die Zukunft und gerade jetzt schon nochmal eine Anmerkung wert sein. Also, mit diesen schönen Bildern aus dem fränkischen Seenland. Macht es gut. Der Camper Tobi fährt morgen zu Reisemobil Rupp und bringt wieder ein paar Fahrzeuge. Servus, macht es gut. Ciao, ciao.